begrüße euch zu einer weiteren Mathe-Ausgabe von Schools Easy. Neulich hat mich ein Zuschauer gefragt, ob ich mal eine bestimmte Formel erklären konnte, die mir bekannt vorkam, aber ich wusste irgendwie nicht so recht, wo ich sie hinstecken muss. Kurze Nachfrage und dann wusste ich wieder, was es ist. Und dabei ist mir eingefallen, dass die Formel eigentlich viel zu kompliziert aussieht und dass die so einfach ist, dass man sie eigentlich gar nicht braucht. Es geht dabei um die Formel, mit der man die Länge einer Strecke in einer Geraden berechnen kann. Oder anders gesagt, den Abstand von einem Punkt auf dieser Geraden zum nächsten Punkt auf der Geraden. Ja, wie gesagt, da gibt's eine Formel. Aber eigentlich ist das ohne Formel viel einfacher. Wir haben hier schon mal ein zweidimensionales Koordinatensystem und ich möchte gleich sagen, die Formel, so wie sie hier steht, funktioniert natürlich nur im zweidimensionalen Koordinatensystem, aber die gibt es auch mit der Z-Achse bzw. mit allen drei Achsen, dann wird sie eben einfach nur erweitert und funktioniert dann genauso auch im dreidimensionalen Koordinatensystem. Wir bleiben allerdings heute hier und deshalb nehmen wir auch die kürzere. Also nochmal, hier ist ein zweidimensionales Koordinatensystem mit einer Geraden und hier habe ich auch gleich noch zwei Punkte benannt. Jetzt will ich euch mal zeigen, wie einfach diese Formel eigentlich ist. Jetzt haben wir hier in der Formel ein d stehen. D, das steht für den Abstand, also für den Abstand von diesem Punkt zu diesem Punkt. Und dieser Abstand stellt automatisch die Länge dieser Strecke dar. Deshalb heißt das d. Und dann haben wir eine Wurzel und eine Klammer und ein Quadrat und es sieht alles ein bisschen kompliziert aus. Aber wir haben hier ein y2 und ein y1 und ein x2 und ein x1. Und hier haben wir ja auch zwei y-Werte und zwei x-Werte. Und das könnte ja miteinander zusammenhängen. Und genau das tut's auch. Die Frage ist nur, was ist 1 und was ist 2? Und das Schöne ist, es ist vollkommen egal, ob wir diesen Punkt als Punkt 1 bezeichnen oder als Punkt 2. Oder ob wir diesen Punkt als Punkt 2 oder Punkt 1 bezeichnen. Ihr könnt das halten, wie ihr wollt. Ich bezeichne diesen Punkt jetzt als P1 und diesen als P2. Das heißt also, y2 wäre dieser Wert und y1 wäre dann dieser Wert. Und den setzen wir jetzt einfach mal ein. Das heißt, diese Formel mit diesen Zahlen würde dann heißen, d ist gleich die Wurzel aus y2, 5, minus y1, 2 im Quadrat plus x2, das ist 6, minus x1 ist 2 im Quadrat. So, jetzt sieht das schon mal gar nicht mehr so spektakulär aus, denn das müssen wir eigentlich nur noch ausrechnen. Und das machen wir jetzt auch mal. Schreiben wir einfach drunter, das würde heißen 5 minus 2, das ist 3. Und jetzt rechnen wir gleich mal andersrum. Wenn wir gesagt hätten, das ist Punkt 1 und das ist Punkt 2, würde hier ja einfach nur stehen 2 minus 5. Das wäre minus 3. Jetzt steht hier 5 minus 2, das ist also 3. Aber ob wir 3 ins Quadrat setzen oder minus 3 ins Quadrat setzen, ist vollkommen egal. Es kommt beides mal 9 raus. Und genau deshalb ist es auch egal, welchen Punkt ihr zuerst nehmt. Wir haben es jetzt hier, deshalb machen wir hier 3 im Quadrat. Wir machen langsam. Plus 6 minus 2 ist 4. 4 im Quadrat. Und das natürlich wieder unter die Wurzel. Jetzt wird es eng, ihr merkt schon. Ich schreibe es mal hier daneben. D ist gleich 3 im Quadrat ist 9 plus 4 im Quadrat ist 16. Das entspricht dann, D ist gleich die Wurzel aus 25. Und das kriegen wir, denke ich, noch im Kopf hin, das ist 5. Das heißt, diese Strecke ist mit dieser Formel 5 Einheiten lang. Ihr könnt das selbstverständlich gerne mal nachzeichnen und messen. Ihr werdet sehen, es stimmt. So, und jetzt kommt der Clou. Jetzt schauen wir uns mal an, was das eigentlich heißt. y2 minus y1, also diesen y-Wert minus diesen y-Wert. Das ist 3. Ja, was ist denn 3? 5 ist ja dieses Stück hier. Das ist 5 lang, 5 Einheiten, so lang. Und dieses Stück hier, das ist 2 Einheiten lang, also so lang. Und wenn wir rechnen 5 minus 2, dann rechnen wir dieses Stück minus dieses Stück. Und dann bleibt noch dieses Stück hier übrig. Das heißt also, das hier haben wir ausgerechnet, y2 minus y1. Und dann haben wir es ins Quadrat gesetzt, aber dazu kommen wir gleich. Genauso x2 minus x1. x2 ist 6, das ist dieses Stück,
Und x2 ist 2. Das ist dieses Stück. Es bleibt also noch dieses Stück hier übrig. So. Das hier war 3 und das hier war 4. Und jetzt wird der ein oder andere bestimmt sagen, ah, das sieht doch aus wie das Steigungsdreieck. Absolut richtig. Das ist ein mögliches Steigungsdreieck. Aber ein Steigungsdreieck, das kann ja auch ganz anders aussehen. Das können wir auch in der Hälfte schon einzeichnen. Deshalb, Was wir aber auch haben, ist hier ein rechter Winkel. Und jetzt dürfen die Alarmglocken läuten. Moment mal. Rechter Winkel, das Quadrat, richtig. Das ist der Satz des Pythagoras. Das ist nämlich nichts anderes, nur etwas umständlich ausgedrückt. Was wir nämlich auch machen könnten, anstatt d ist gleich Wurzel zu schreiben, ist die Wurzel wegzulassen und hier ein Quadrat hinzuschreiben. Das würde dann so aussehen. Wenn wir dann das mal angucken, würde hier dann stehen, d im Quadrat ist gleich 25. Und das wiederum würde natürlich dazu führen, dass wir hieraus die Wurzel ziehen, sodass die 2 wegfällt. Und dann kommt eben wieder d ist gleich 5 raus. Das heißt also, diese Formel hier ist nichts anderes als der Satz des Pythagoras, indem wir dieses Stück ins Quadrat nehmen und dieses Stück ins Quadrat nehmen, beides zusammenzählen und aus dem Ergebnis die Wurzel ziehen und bekommen dann die Hypotenuse raus. Und genau aus diesem Grund muss man sich die Formel gar nicht unbedingt merken, denn man kann sich das auch einfach so herleiten. Wir rechnen einfach nur aus, wie viel dieses Stück minus dieses Stück ist und wie viel dieses Stück minus dieses Stück ist, haben dann dieses Teilstück und dieses Teilstück und damit können wir ganz einfach die Länge der Gerade ausrechnen, die ja für gewöhnlich nicht parallel zur x- oder zur y-Achse liegt. Ja, und das ist einer der wenigen Momente, in denen ich tatsächlich sage, Mathe ist ohne Formel wesentlich einfacher. Also für alle, die in Zukunft auf die Formel verzichten wollen, so geht's. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren, beim Üben und natürlich beim Lernen.